Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Wir sind zurück. Wir sind in einer Friedensphase noch immer, denn wir integrieren die Multics und trauen uns nicht gleichzeitig einen Krieg anzufangen, weil hier wir neue Rivalen haben, die Inari, und weil unsere anderen Vasallen möglicherweise die Situation dann nutzen könnten. Deswegen warten wir das erstmal ab. Und wir haben bekommen langsam wieder ein kleines Energieproblem. Wir haben ein bisschen zu großzügig jetzt gebaut, gebaut, gebaut. Ja. Hier sind jetzt aber erstmal unsere Kreuzer soweit und die werden wir jetzt verbinden mit der zweiten Flotte, die dadurch deutlich an Stärke gewinnen wird. Okay, dann habe ich mir mal angeguckt, was hat hier dieser Sektor? Die haben ja, bauen ja auch hier Raumhäfen. Und in einem Raumhafen, nee, der war es nicht. Ich glaube, in dem hier, da habe ich gesehen, da wurde kein Solarkollektor gebaut. Das machen wir mal. Da kriegen wir dann vielleicht sogar ein bisschen was von ab von der Einsparnis. So, und dann gucken wir überhaupt noch mal bei den Sektoren rein. Wir können die hier noch ein bisschen auspressen. Ja, plus 7 sind das dann noch mal 14. Okay, und jetzt wird erstmal ein Baustopp rausgegeben. An den Oberflächen erstmal nur noch Energieausbauten. Vorerst nichts anderes. Was ist das denn hier? Hier ist Energie nicht besetzt. Oh ja, das ist wichtig. Das heißt, da schieben wir jemand anders hin. Nahrung 6. Da schieben wir jemanden von den von den Mineralien hin. Sehr gut, wir sind wieder bei 21. Prima. Und Aurora, gucken wir auch mal. Kann man hier energiemäßig noch was machen? Nee, das ist erstmal voll. Nubia. Hier auf jeden Fall. Wisst ihr was? Ich glaube. Obwohl doch, wir lassen die Arena für virtuelle Kämpfe. Die gefällt mir irgendwie so. Wir bauen aber trotzdem erstmal lieber hier die Kraftwerke aus. Und ich glaube, wir werden hier in die leeren Bereiche dann direkt auch nochmal Kraftwerke bauen. Und da kommst du bitte rein. So, und Salakia, kann man da auch was machen, energiemäßig? Sieht im Moment nicht so aus. Doch, hier natürlich. Wir können hier Kraftwerke bauen. Naja, das andere lassen wir vielleicht mal. Oder doch. Ich weiß nicht genau, wo entsteht da eine. Auch beim Kraftwerk gerade. Ja, das Bevölkerungswachstum zieht hier noch nicht mit. Da bringt das ja eigentlich nichts. Gut, dann machen wir weiter. Plus 12 sind wir jetzt wieder. Waren wir nicht bei plus 21 Construction mal? complete. Keine Ahnung, was ich jetzt wieder gemacht habe. Plus 25. Ach so, das ist die Flotte, die unterwegs ist. Ja, dann ist klar. Construction complete. Oh, wenn wir jetzt trotz der Flotte plus 24 haben, bin ich jetzt wieder einigermaßen beruhigt. Das geht dann doch. Sehr schön. Ein inaktives Gebäude. Wo auch immer sehe ich jetzt gerade nicht. Ach, hier oben. Ja, die Mineralien, genau. Den haben wir da rausgezogen. Ja, das ist dann halt so. Ist auch nicht so dramatisch. Plus 24 und die Flotte ist noch auf dem Weg. Wird gleich im Sonnensystem sein. Bei der zweiten Regulatorenflotte. Die dann knapp 20.000 Stärke hat, sodass wir dann, ja, 46, 47.000 Flottenstärke haben. Leider reicht es noch nicht, glaube ich, um mit den Phaphosern. Das sind auch wirklich die stärksten von allen. Oh, Leute, cool. Warte mal. Die technologische Aufklärung von Yamas Treasure. Das ist die Sache. Ah, die scheinen fortschrittlich gewesen zu sein. Das nimmt Fahrt hier. Unsere Mission, die primitiven Hazari von Yamas Treasure technologisch aufzuklären, geht gut voran. Berichte unserer wissenschaftlichen Mitberater auf der Oberfläche des Planeten weisen darauf hin, dass die Einheimischen ein intelligentes und einfallsreiches Volk sind. Sie lernen schneller, als wir angenommen hatten, weswegen wir die Zeitvorgaben dieser Mission nach unten korrigiert haben. Sehr schön, plus 20% Fortschritt. Sie haben damit schon die Incoming Transmission. Fangnauer-Geschichte überholt. Das ist hervorragend. Handelsangebot. Sternkarten gegen Sternkarten. Wo sind die denn bitte? Ach,
Das ist diese Mini. Ja, die können ja keine dollen Sternkarten haben. Das lehnen wir ab. Mit denen beschäftigen wir uns gar nicht. Die kommen auf unserer Landkarte quasi gar nicht vor. Das ist irgendwie so ein Fliegenschiss. Da hinten. So, System Survey complete. So würden wir die bezeichnen. Oh, hier ist ja mal seit langem mal wieder was erforscht worden. Aber bringt es das? Nee. In deren... Es gibt keine Geheimnis mehr. Ich wiederhole mich. Wir bringen sie nach Calypso. Die Cassandra. Soll sie da bitte ein bisschen an der Forschung mitmischen? Alles andere macht keinen Sinn mehr. So, hier sind die Ausbauten abgeschlossen. Wir haben plus 50 Energie. Oh, wartet mal. Jetzt wird's ernst. Jetzt haben wir einen Wissenschaftler, der gestorben ist. Fernanda. Ah, die Dame, die auf der Kalypso unterwegs war. Das werden wir jetzt erstmal nicht untersetzen. Insofern wird diese Forschung auch nicht stattfinden können. Ist ja nicht so schlimm. Wir bringen sie trotzdem nach Hause irgendwo. Aber ich bin am Überlegen, wir haben plus 50 Energie. Das ist doch ganz anständig. Ob der Baustopp jetzt erstmal wieder aufgehoben werden kann. Ihr merkt, ich bin hochkonsequent in meinen Entscheidungen. Aber naja, die Lage hat sich auch verändert. Deswegen glaube ich, werden wir zumindest im Forschungsbereich mal weiterbauen. Mineralien haben wir eigentlich keinen Bedarf. Aber Forschung kann man, glaube ich, nie genug haben. Und auf Aurora, wie sieht es hier aus? Hier können wir gar nichts mehr bauen. Na gut, dann bauen wir auch nichts. Ja, plus 50 ist okay. Ich weiß gar nicht, wie viel wir speichern können. Maximal 5000. Naja. Gut, bis dahin ist noch ein bisschen hin. Aber die werden wir vermutlich auch brauchen, wenn so ein Krieg ansteht. So, jetzt wird es aber ernst, denn der nächste Wissenschaftler... Jetzt geht das los, was ich befürchtet hatte. Mir sterben die Wissenschaftler weg und mir fehlt es jetzt an Einfluss, hier überhaupt die zu ersetzen. Okay, das muss ich jetzt tun. Und damit wäre das der Einfluss dann auch schon aufgelöst. Wisst ihr was? Wir nehmen mal die Dame, glaube ich, hier von der Phoenix, oder? Wofür suchen wir jetzt gerade einen? Habe ich gerade vergessen. Gucken wir nochmal. Für Ingenieur. Eigentlich wäre damit William Howland der Beste. Ist eigentlich schon 46. Ja, wir nehmen ihn trotzdem. Wir nehmen ihn trotzdem und dann darf er weitermachen. Mit der Neutronium-Panzerung, was auch genau in seinem Schwerpunktgebiet liegt. Und jetzt wird es langsam eng. Minus 0,2. Wir haben 8. Wie weit sind wir denn jetzt hier? Noch 116. Das waren deutlich mehr als 10 Jahre. Wie ich ja geschätzt hatte. So, freie Sondritanischen Reiche und die Sacharplot und die nächste Forschung ist vollbracht. Die Neutronium-Panzerung. Sehr schön. Gut, gibt es irgendwas, wo wir Energie sparen können? Sieht nicht so aus. Wir könnten ein neues Triebwerk haben. Ich glaube, das ist immer gut. Schwarmraketen... Ausweichen nicht möglich, ist natürlich auch cool. Pionierkorps. Die Aufstellung eines festen, flotten Pionierkorps unterstützt den Bau von Verteidigungsplattformen durch Reduzierung der Baukosten. Ja, nee, das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Das macht ja nur der eine Sektor, den wir da haben. Ich glaube, wir entscheiden uns mal für ein neues Triebwerk. Hatten wir auch lange nicht mehr. Das ist schon sehr in Ordnung. Gut. Nein, nein, eine Nachricht der Favosan. Dreckige Vögel. Ihr habt euch zum letzten Mal in unserem Raumbereich eingemischt. Wir haben uns doch gar nicht eingemischt, Leute. Und es bleibt keine andere Wahl, als zu akzeptieren. Nein, wir lassen uns nicht herumkommandieren. Natürlich machen wir das. Die letzten Male lief das ja immer sehr glimpflich ab. Beziehungsweise eigentlich ohne jegliche Konsequenz. Wir sind ja jetzt auch stärker geworden. Vielleicht beeindruckt sie das. Aber vielleicht auch nicht. Ich bin mal gespannt.
ob wieder nichts passiert. Wir haben eigentlich ja auch nichts getan. Also das ist irgendwie so willkürlich. Aber das zeichnet natürlich solche ungeheuren Wesen aus, ne? Diese unfassbare Willkür. Deswegen sinnen wir ja auch auf Rache. Die sind wieder wütend geworden. Grenzkonflikte. Aber sie rühren sich nicht. Sie bleiben noch ein gefallenes Reich. So richtig aufgeweckt wurden sie ganz offensichtlich nicht. So, Mineralien ist überhaupt kein Problem. 15.000 haben wir auf der hohen Kante. Credits sieht auch sehr gut aus. Gibt es wieder irgendwo, wo wir was bauen können? Aurora? Ach nee, da können wir ja nichts mehr bauen. Alles klar. Tja, Leute, ich hoffe, ihr ertragt es mal diese Zeit, aber alles andere wäre meines Erachtens sehr, 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 sehr unvernünftig. Das möchte ich ungern riskieren. 63. Eloyal. Wobei das ja ein bisschen entspannter wird, scheinbar. Die bleiben aber bei complete. Minus 101. Wie lange haben wir noch? 106. Ja. Wenn wir uns das mal genau ansehen. Was könnten wir denn eigentlich hier erreichen? Gucken wir uns das doch mal an. Sie sind erstmal in der Stärke unterlegen, in der Kapazität ebenbürtig, in der Technologie überlegen. Also es wird auch nicht ohne, muss man auch mal sagen. Bei einer Kriegserklärung wäre hier eine Vasalisierung nicht möglich. Das heißt, wir müssen echt hier um einzelne Planeten kämpfen. Na gut, da würde natürlich naheliegen, dass hier dieser Planet fällig wäre. Ja. Und warum haben die eigentlich dieses ganze Gebiet ohne irgendwelche Außenposten, die ich hier sehe? Oder sieht man bei denen keine? Ja, dann würden wir vermutlich versuchen, ihnen hier diese drei Planeten oder so abzunehmen. Ah, auf jeden Fall auch noch den hier, Tombatica. Um hier wieder einen vernünftigen Zugang zu haben. Naja, es wird knifflig. Das Problem ist, in dem Moment, wo wir Flotte verlieren in diesen Kämpfen, es muss ja nicht immer so gut laufen wie in der Vergangenheit. Da sinkt unsere Flottenstärke enorm und das wiederum führt dazu, dass, glaube ich, dieser Wert hier ansteigt, relative Macht von Untertanen, minus 106. Und der wird dann ansteigen und irgendwann sind die dann, sehen die sich in der Lage, dass sie es mit uns aufnehmen können. Ich meine, hier sieht es ja ganz nett aus. Also die werden vermutlich nicht rummucken, aber die hier, die sind das Problem. So, Feuerrate Energiewaffen, sehr gut. Wie machen wir hier weiter? Oh, Leute! Feldproduktion, Energie-Credits. Oder die nächste Lanzenstufe. Ja, wir sind eigentlich bei Energie-Credits jetzt ganz gut dabei. Das wäre natürlich richtig cool. 86 Monate. Ja, lasst uns, glaube ich, die nächste Lanzenstufe machen. Ja, kommt. Wir müssen stärker werden. Wir müssen immer stärker werden. Die Credits reichen. Aber Waffenschaden ist unbezahlbar. Okay. Ja, das könnte auch mit unserem Einfluss ein Problem werden. Also wir können echt hier nichts mehr machen. Das ist so heftig. Ich weiß gar nicht, wovon das abhängt, wie teuer das ist. Vermutlich von der Größe des Reiches. Könnte ich mir vorstellen. Oder das skaliert. Je mehr Reiche man vasalisiert, umso länger dauert es. Könnte auch sein. Das wird auch nochmal ein Riesenproblem beim Großherzogtum. Ja.
Oh, wartet mal, was ist hier? Nicht, das ist wichtig, weil das sind unsere Rivalen. Die haben ein Nicht-Angriffsversprechen mit den Zuckerkahn, mit denen hier gemacht. Ja, diese Nachbarn. Wir könnten natürlich, was ist eigentlich mit denen hier? Mit diesen Ibrax. Aha, das sind, das ist ein Protektorat. Construction complete. Von denen, das heißt, die können wir nicht angreifen. Haben die irgendwelche Bündnisse? Nee, nur Defensivabkommen. Die sind richtig gut abgesichert hier. Aber die wollen wir auch nicht angreifen. Ja, ist schwierig. Am angenehmsten wäre mir fast eigentlich eine Kriegserklärung. Dann wird uns die Entscheidung abgenommen und wir können hier ein bisschen was erobern. Wobei natürlich die Gefahr ja die gleiche ist, was mögliche Rebellion betrifft. Aber es ist, denke ich, sogar eine ganz gute Entscheidung gewesen, dass wir die Multics zuerst integriert haben. Ging ja auch nicht anders. Das Großherzogtum war ja noch nicht möglich. Weil die sind wirklich dazu da, dass sie Ärger machen. Hier mit ihren Zelotentum. Das sind Fanatiker. Ihr seht es mit minus 100. Während die anderen ja diesen Malus nicht haben, sodass wir tendenziell sogar mit denen, wenn ich mir das mal angucke, wenn wir jetzt hier noch plus 25 dazu gewinnen, plus dann noch vielleicht 40 Vertrauen, sind wir im positiven Bereich und dann sollten sie loyal werden. Das heißt, ja, die könnten problemloser und länger unsere Vasallen sein, während die immer irgendwie Ärger machen. Insofern ist die Integration hier absolut richtig und notwendig. Könnte auch sein, dass dieses Zelotentum das verzögert. Könnte auch möglich sein. Oh, sind ja nur noch 87 Monate. Ist doch ein Klacks. Ist doch ein Klacks. Wir können uns dann mal irgendwann auch mal wieder, wir sind jetzt auf Maximum, können wir uns ja auch mal wieder mit unseren Schiffen beschäftigen, mit dem Designer. Aber jetzt schauen wir uns mal. Oha, 113. 89, 107. Wir können die nicht ersetzen. Wenn die ausfallen, können wir sie nicht ersetzen. Aber was ich mir anschauen wollte, ja genau. Können wir denen hier irgendwas schenken? Ja, wir können. Wir schenken mal dem Atlantis-Sektor ein bisschen Mineralien. Davon haben wir genug. Und dem Tumbatoria auch. Wunderbar. Was hier passiert? Ein Upgrade. Die Gouverneurin ist besser geworden. Super. Und wir erreichen gleich jetzt den Nullbereich. Oder besser gesagt den Minusbereich. Beim Einfluss. Ich glaube, da passiert nichts, ne? Bin mir gar nicht so sicher. Ansonsten, ich meinte, was natürlich eine Möglichkeit wäre, wir rivalisieren die auch. Warum eigentlich nicht? Das hätte man schon früher machen können. Machen wir einfach. Bekommen wir 0 und jetzt sind wir im positiven Bereich. Ärgerlich. Hätte ich vielleicht schon vorher machen können. Legen wir los. Yeah, es geht voran. Plus 0,0. Plus 0,7. Reißt uns natürlich jetzt nicht raus. Aber gut, hätte ich es früher gemacht. 20, 30 Einfluss. Gespart vielleicht. Seit ihrer Rivalisierung. Aber so lange ist das jetzt auch noch nicht her. Wobei man natürlich hier so ein bisschen die Zeitdimensionen verliert, wenn ich sehe, wie schnell hier die Tage davon streichen. Ah, die Klonsoldaten-Kommandotrupps sind da. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt mal eine Klonsoldaten, haben wir endlich was zu tun, machen. Und wir überlegen hier nochmal, was wir hier neu machen. Anführerlimit wäre eigentlich eine nette Sache. Und Rekrutierungskosten ist auch wichtig für uns. Bewohnbarkeit ist eigentlich auch ganz cool, aber ich glaube, das machen wir mal als nächstes. Weil Einfluss überhaupt das größte Thema ist bei uns. Und jetzt lassen wir die Zeit weiterlaufen und schauen uns nebenbei mal auf Calypso an. Ah, er ist noch nicht da. Aber wir bringen da jemanden hin. Und eigentlich müsste es jetzt also möglich sein. Ach so. Wir müssen jetzt einen anderen Ort für diese Angriffsarmee finden. Die jetzt auf Calypso ist. Die muss woanders hin. Eigentlich wäre es ganz cool, wenn wir einen im Norden, einen in der Mitte und einen im Süden haben. Deswegen gucke ich mal, ob hier
ein Planet, zum Beispiel der hier. Müssen wir uns bloß merken. Ach ne, wir sehen ja, wo die sind. Wo ist denn hier der Planet? Wo ist hier die Siedlung? Hier. Ne, hier nicht. Construction complete. Aber da ist doch... Ach hier, Harmonia, natürlich. Oh, es geht weiter hier mit dem Fortschritt. Sehr schön. Die Hazari von Yarmas Treasure haben sich als naturbegabte Wissenschaftler erwiesen. Unsere auf ihrer Heimatwelt stationierten Berater sind beeindruckt von ihren Fortschritten. Ihre Berichte weisen darauf hin, dass unsere Mission, die Hazar-Zivilisation ins Raumfahrtzeitalter zu bringen, vielleicht sogar vorzeitig abgeschlossen werden kann. Nochmal 20%. Jetzt ist das aber richtig schnell. Bald fertig. Wunderbar. Was wollte ich hier gucken? Ich wollte hier gucken, hier haben die Verteidigungsarmeen. Ich hoffe, dass ich die von Calypso da stationieren kann. Versuchen wir es mal. Das funktioniert. Okay, Leute, wir können sie landen und dann... Haha! Na komm, jetzt haben wir schon so lange hier nichts gemacht. Ich wollte gerade sagen, wir machen das nächste Mal, aber jetzt werden wir mal gucken. Die Klonarmee aus Ultramenschen. Und die Ultramenschen sind doch irgendwie... Sind die nicht irgendwie super stark? Wie war das nochmal? Ultramenschen, die sind langlebig. Nee, irgendwie sind mir die suspekt. Ich glaube, die machen sind keine besseren Soldaten. Wir nehmen sie aus den normalen Menschen. Okay, eine komplette Klonarmee, würde ich mal sagen. Werden wir bauen. Das Maximum, was hier möglich ist. Wieder 12 und dann statten wir sie natürlich auch noch aus mit diesem Sonderkram. Aber das erst etwas dann beim nächsten Mal. So, ich hoffe, ihr ertragt es, dass nicht allzu viel passiert im Moment. Aber ich denke, in der nächsten Zeit wird es ein bisschen wieder ja, vorangehen. Denn vor allem freue ich mich hier auf diese. Dann bekommen wir hier ein... Bekommen wir hier in diesem Gebiet... Von den Zuckerkans bekommen wir ein Protektorat. Ich bin gespannt, wie die darauf reagieren werden. Wenn wir da einfach ein Protektorat haben. Und dann können wir nämlich auch hier den Außenposten abschaffen. Den brauchen wir dann nicht mehr. Und dann bekommen wir in einem Schlage plus 2 Einfluss. Dann stehen wir wieder richtig gut da. Insofern war das eine super wichtige Aktion. Okay, Leute, also, wir haben was, worauf wir uns freuen können. Das wird hoffentlich das nächste Mal passieren. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.